Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf der Marsch, also 1.7, Produktions 1.9, glaube ich. Aber das ist mir heute mal nicht so wichtig. Wir sehen mal das zu, dass wir jetzt die hier mal stehen lassen und die Düngefahrzeuge holen, also beziehungsweise den fahren wir zum Hof. Müssen wir mal schauen. Ja. Wenn wir jetzt zum Hof fahren, könnten wir gleich den Kurs erweitern, verlängern. Der da vorne aufhört. Von Owl Drive. Wir müssen gleich den Düngeanhänger mitnehmen und 13 steht einer. Können wir da einen Hof machen? Im Hof haben wir mehrere stehen. Dann können wir gleich herfahren und düngen. So, blinken. Geht denn gerade nicht? Macht nichts. Hatte ich mal alles deaktiviert. Das hat den ganzen Ladeprozess hinausgezögert, verzögert. So. Na, ich fahre jetzt ohne Overdrive. Das. Oder? Mal gucken. Könnten wir gleich rechts abbiegen, ne? Ein bisschen nach vorne fahren. Dass der Hauptfall in die Richtung geht, genau. Und dann können wir hier fortsetzen. Und zwar biegen wir rechts ab. Dann können wir einen Teil des Kurses gleich erweitern, ne? So nach und nach die Strecken von innen nach außen erweitern. Bald wird eng gefahren, okay. Man kann ja auch so mit dem Kurs auch noch verschieben, ne? Mit der Maus rechts klicken, festhalten und drüber ziehen. Das geht auch noch. Dazu den Unterschied, ob man mit LKW fahrt oder mit PKW oder Traktor alleine, ne? Das ist völlig klar. Müssen wir sehen, dass wir den Kurs an den nächsten Kurs gleich anschließen. Dann haben wir schon mal wieder einen Kreis geschlossen, ne? Also genau auf den Kurs, der auf der rechten Seite ist, da schließen wir jetzt an. Dazu muss ich aber ganz kurz wieder im Menü reingehen und automatisch verbinden anschalten. Ich wüsste jetzt aktuell nicht, wie ich manuell das machen sollte. Gut, angeschlossen, ne? Jetzt überlege ich gerade, hoch reinfahren über die Tankstelle. Ne, bin ich ganz sicher. Machen wir aber nicht. Ich brauche jetzt mal ein Düngefahrzeug. Der muss ja, ja, könnte repariert und gewaschen werden. Die Bahnpresse, ne? Das andere nehmen wir den Zweiachser. Dünger, gut ist gefüllt. Mit dem kommen wir klar. Fahren wir hier Richtung Feld 12. Müsste ich mal überlegen.
Na, den Fall nicht. Ach, da. Ja, wir wollen E2 nehmen, ne? Muss ich gleich da mal den einen Punkt setzen, Feld Nummer 12. Vollgas. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Lüftung angemacht bei mir. Und zwar Nummer 3. Sogenannte Wasserkühlung. Mal sehen, wie das bis noch wirkt. Ich meine, gut. Ich denke mal, ich spüre da noch nichts. Eher die Luft wird feuchter werden, denke ich mal. Wir werden drinnen. Aber mal schauen. So. Ich werde hier auch einen Verband dünken. Das heißt, wir werden gleich mal. Aber das kann auch einer machen, ne? Das ist ja nicht viel. Anführungszeichen. So. So. Düngemodus. Kursgenerierung 12. Zwei Vorgänge waren. Ein Fahrzeug. Die generieren, ne? Ja, Zungenbrecher für mich. So, jetzt haben wir den Kurs. Ja, genau. Und Abfahrer einstellen. Dann können wir gleich den Kurs hier, der hier aufhört. Ich wollte sagen, wo kommt bei mir jetzt der Dünger her? Bekam schon Schreck. Gibt's doch gar nicht wieder. Und da kann ich 30 Meter. Egal. War der Standard. So, hier war irgendwo ein Kurs. Genau. Rekord, ja, Aufnahme genau genommen. Wir werden mal nach links abbiegen. So. Und da haben wir auch schon einen Kurs, glaube ich. Oder auch nicht. Nee, da noch nicht. Also weiter. Wenn wir hier rechts abbiegen. Werden wir hier irgendwann auch den Punkt machen für die, ja, für die Verkaufsstelle. Aber zuerst werden wir nur die Straßen machen. So. Straße. Dann werden wir den Kurs hier anschließen, ne? Einmal nach rechts. Einmal nach links. Ne? Das werden wir gleich fertig machen. Ne? So. Gut, dann ist die Aufnahme beendet. Dann machen wir zurückfahren. Und dieselbe Strecke aber nach links anschließen. Ein bisschen. Kurs kommen. Oh, vorwärts. So. Aufnahme und dann gehen wir nach links. Natürlich auf die rechte Seite des Kurses. So. Fertig. Jetzt können wir zum Hof fahren. Können wir gleich am Hof einen Punkt machen. Ja, Haupthof oder so, ne? Das ist im Prinzip jetzt den Kurs folgen und dann
Hier vorne eine Einfahrt. Das ist aber ungünstig. Müsste man praktisch von hier. Entschuldigung. Einmal rechts abbiegen. Da, wo die freie Fläche ist, da kann man ja locker mal kurz stehen bleiben. Also keinen stört, ne? Und hier die Bezeichnung machen. Ja. Und zwar. Das nennen wir mal Aufnahmeende. Hof. Ja, Hof. Ist ja nicht bei der problematisch, weil ja im Prinzip wenn nur dafür gedacht ist, dass dann die Fahrzeuge hier mal ganz kurz und schnell und da entsprechend dann stehen bleiben können. Ne? Also hinschicken, ohne dass die von vornherein irgendwo im Weg stehen. So. Fertig. Lass mal hier so stehen. Jetzt mal. Das ist unser Düngerfuzzi. Der fährt natürlich etwas ungünstig, sehe ich gerade. Ja, den werden wir gleich mal rüber schicken. Zur Mitte des Kurses. Ich habe mich schon gewundert, wie es am Rand nicht ist. Aber gut. Ist nicht ganz so tragisch, ne? Bahnversatz machen wir nicht. Ist nicht perfekt, aber gut. Jetzt düngt er wenigstens alles, ne? Bis zum Rand. So, auch noch ein Fahrzeug frei. Da oben war noch einer. Jetzt werden wir gleich mal hier vorne einen Punkt definieren für Feld 12. Einmal für Feld, einmal die andere Seite werden wir nehmen. Aber wir machen erstmal unseren Feld, ne? Das ist mal wichtig. Zwar den Ballen können wir drauf lassen. Den verlieren wir ja nicht. So. Wenn man diese Feldpunkte auf den Kurs lassen, dass wir nicht bei Gelegenheit mal. Wenn wir hier mal was dreschen wollten, also wir hätten jetzt theoretisch Gras drauf oder Getreide, was für erntereif wäre, dann könnte man hier sagen, okay, weiter weg, dass wir zwei Fahrzeuge entschicken können. Ne? Hier zum Beispiel, da passen dann locker zwei Drescher hin. Dann fahren wir einen weiter. Abfahrer schicken wir meistens auch hin. Dann machen wir hier. Das ist hier Feld 12, ne? Ja, so machen wir es auch. Punkt. Feld 12. Erstellen. Dann können wir immer bei Bedarf hierher fahren und her schicken. Theoretisch könnte man jetzt sagen, okay. Ja. Hof. So, da wir noch einen LKW haben hier, können wir da gleich den LKW nehmen und den zur BGA fahren. Ja, aber das ist gut, dass er anhält, ne? Also Kursplay hat schon mächtig Karambolage gemacht, ne? Der hätte das nicht erkannt. Aber vielleicht kann man das auch irgendwo einstellen, aber leider auf Englisch, das kann ich leider nicht erkennen. So, da fahren wir die Ballen jetzt aus dem BGH. Wir wissen, unsere Euro-3-Fahrer zum ersten Mal zum Hof fährt, ne? Und da haben auch mehrere Fahrzeuge Platz, da wo zwei, drei kleine und zwei große vielleicht, die da hinstellen könnten, ne? Man kann ja direkt daneben noch einen Kurs machen, dass ich
Hof, Klammer 1 oder so, ne? Also Parkplatz 1. Ich glaube, Parkplatz kann man auch irgendwie einstellen. Aber da muss ich mich noch ein bisschen befassen mit. Aber nicht heute. Jetzt ist so die Bitrate wieder so hoch. Ach. Ich weiß ich auch nicht, mal so, mal so. Machen noch gar nichts. Na egal. Wüste. Jetzt haben wir rund. Noch nicht viel. 3,5 Ladung. Später Silage, ne? Die Wiese können wir auch noch mähen. Ah, das können wir morgen machen. Beziehungsweise. Ja. Machen wir gleich einen Kurs? Ach nee. Muss irgendwo auch ein Zusammenhang sein, ne? Ein Kurs irgendwo, wo wir weiterfahren können, ne? Fahren wir geradeaus. Zum Hof und dann gehen wir gleich zum BGH und holen uns da entsprechend. Dann können wir den gleich hier lassen. Nee, wir fahren zum Hof. Ja, wenn wir ab und Langeweile haben, können wir noch Holz machen, ne? Aber Holz aktuell, nö. Da finden sie noch andere Arbeit. Wie gesagt, ist mal gedüngt. Macht er eh alleine. Und jetzt haben wir jetzt zum BGH laufen und da entsprechend. Wenn wir gleich einparken. Ah, der müsste gleich ankommen hier, der kurze Fahrer. Der fährt nämlich schön. Boomer. Player Emmy. Fantastik. Schau mal eine Karte. Wo hat er sich versteckt? Der müsste ja hier irgendwo fahren. Angekommen. Wahnsinn. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, mal hier hinstellen. Hat den Ball verloren. War er nicht verloren? Ja gut, okay. Ach, da liegt er. So, okay. Dann gehen wir ganz kurz zum BGH. Und holen ein bisschen die Lage, ne? Ja, mal wieder auch. Wir haben auch noch ein bisschen Platz in der BGH. Jetzt können wir auch wieder auf 5 gehen. Geschwindigkeit meine ich jetzt. Anschalten. Oh, so liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Und mach keine Dummheiten. Bleib sauber. Tschüss.